80 Minuten lang alles reingehauen, einmal nicht aufgepasst und schlechte Laune. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk. Ich bin der Talker, das sind die Legenden. Klaus Fischer, Rob Rekers, den viele noch aus seiner guten Zeit, seiner Glanzzeit beim VfL Bochum kennen, holländischer Nationalspieler. Ja? Reden wir auch noch drüber gleich. Und natürlich Rüdiger Abramczyk, wie immer. Ja, Jungs, schlechte Laune. So langsam wieder besser oder wie ist es? Also ich könnte mich über die eine Szene immer noch aufregen. Schlechte Laune. Eins ist klar, dass wir das Spiel nie gewinnen konnten. Ich weiß nicht wie. Wir haben nach vorne keine Aktion gehabt, wo man sagen hätte können, da war eine Riesenchance. Und deswegen, ja, wenn wir mit 0-0 nach Hause gefahren, hätten wir mehr als zufrieden sein können. Weil ein Tor war nicht möglich. Das ist so, aber 0-0 wäre auch ein prima Ergebnis gewesen. Ne? Ich meine, dass die bei den gewissen wirtschaftlichen Unterschieden, die es da gibt, eine andere Mannschaft, einen anderen Kader haben als wir, ist ja klar. Ja, aber ist ja ein Derby gewesen und Derby, du weißt ja, sind andere Gesetze und ob da ein besserer Kader ist oder nicht, glaube ich nicht, dass da ein großer Unterschied ist, sondern ich glaube einfach, wie man so ein Spiel angeht, wie man so ein Spiel gewinnen will, das ist das Wichtigste. Und ich habe, also wenn ich ganz ehrlich bin, mit Klaus auch, ich habe mich den Eindruck gehabt, dass wir das Spiel gewinnen können. Wir standen gut davon ab, also wie man eben steht mit 11 Mann hinten und dann guckt man eben, dass man die ein oder andere Chance bekommt nach vorne hin. Aber es war doch ein bisschen wenig. Ne? Also chancenmäßig haben wir ja gar nichts rausgespielt, fand ich. Wir standen nur gut und das ist eigentlich ganz gut gewesen. Sonst sehe ich da auch viele Probleme. Aber eins ist doch klar. Die Flanke, ich habe sie noch vor mir. Warum lässt er denn nicht links vorbei? Das auf seinen linken Fuß, den hat er ja nur, damit er nicht umfällt. Ja? Nein, lassen ihn rechts, dass er rechts zum Tor flanken kann. Und die Situation sehe ich ja. Was kommt jetzt da rein? Und dann muss ich besser verteidigen. Oder vielleicht sogar, dass der Torwart, der vorher zwei Schritte ein bisschen draußen war, ist zurückgegangen, dass der durchgeht. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber es ist passiert, ja, der Junge hat das gut gemacht. Die Flanke war gut, genau zwischen den beiden Abwehrspielern. Und das war dann eben die Niederlage. Das Bittere daran ist ja, Rob, dass man bei dem Champions-League-Spiel von den Dortmundern bei Man City ja genau gesehen hat, dass man das nicht machen darf. Die haben da auch 80 Minuten lang verteidigt wie die Weltmeister und zweimal eine Flanke zugelassen am Strafraum, wo einer sagt, ach, ich bleib mal 3 Meter weg und lass mal gucken, was passiert. Ja, also das war ja für Schalke der Anschauungsunterricht. Also ja, ich habe das Spiel Dortmund war es gegen Man City. Ja? Das war eigentlich ähnlich. Die haben auch die ganze Zeit sind gelaufen wie die Hasen, haben das gut hinbekommen alles, gehen in Führung. Dann der Ausgleich und dann siehst du am Ende, da wird ein- oder zweimal nicht durchgedeckt. Das war genau das Gleiche in Dortmund. Da bleiben sie auf 10 Meter, zwei Spiele von Schalke. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es war. Und dann lassen sie die Flanke zu. Klaus hat natürlich völlig recht. Wenn du dann schlau bist, dann siehst du, der kann nur mit rechts, dann mache ich den rechten Fuß zu. Aber soweit, die waren auch gar nicht dran. Die waren einfach 10 Meter weg. Beide haben zugeguckt, wie er flankt. Ja, und dann wird es natürlich, dann, wenn die Jungs ein bisschen Zeit bekommen, die haben natürlich auch eine Riesenqualität, darf man auch nicht vergessen. Weil, wenn du siehst, was da in Dortmund rumläuft, das ist, ein Champions-League-Kandidat sowieso, aber die werden ganz oben mitspielen. Und das ist einfach eine andere Liga wie die Schalke-Mannschaft. So sehe ich das einfach. Und ja, mit das Höchste der Gefühle wären unentschieden gewesen, meiner Meinung nach. Nach vorne war es sehr dünn, hat Kreativität auch ein bisschen gefehlt, aber auch Mut. Es ging nur darum, das alles zu verhindern. Ja, und unterm Strich weißt du, dann das kann immer passieren, wenn man dann am Ende die Kraft nicht mehr hat oder die Konzentration, das weiß ich jetzt nicht, aber man muss dann durchdecken bis zur letzten Sekunde, dann musst du drangehen und so war es dann, ne? Dann kommt diese Flanke auch genau, das war eine super Flanke und er macht ihn auch gut weg, der Moukoko und ja, dann stehst du da mit 0 Punkte und unterm Strich, hast du gesagt, ja, was haben wir jetzt eigentlich gemacht heute? Ja, wir haben verteidigt, gelaufen, ich glaube insgesamt 3 Schüsse aufs gegnerische Tor, aufs Dortmunder Tor. Und ich habe nochmal nachgeguckt, 3 Kilometer mehr gelaufen insgesamt als die ganze Dortmunder Mannschaft, also die ganze, alle Schalke zusammen.
Heißt, du bist viel gelaufen, hast wenig den Ball gehabt, ist natürlich alles nicht lustig und gehst mit 0 Punkten nach Hause. Ja, dann halt vielleicht doch ein bisschen mutiger sein. Und dann kommen wir vielleicht auch auf einen Salazar, der kurz vor Ende reinkommt, der dann doch eine gewisse Kreativität mitbringt. Das wäre doch vielleicht ein bisschen besser gewesen, da mutiger zu sein. Aber wenn du dann auf einmal 5-0 verlierst oder was weiß ich, dann stehen wir hier auch und sagen, ja, das war viel zu offen. Also es ist immer schwierig. Nachher ist immer alles immer. Ja, immer aber so, nur mal auf das Spiel Dortmund in Manchester gegen Manchester City zurückzukommen. Was haben die verschiedenen Spieler gesagt, was da passiert ist zum Schluss? Mhm. Sie waren nicht mehr nah dran, wo sie vorher waren. Genau. Und da kann mir keiner erzählen, was sie 90 Minuten gespielt haben. Nein. Da haben die geschlafen, da waren die nicht aggressiv, waren nicht konzentriert genug mehr da und deswegen haben sie das Spiel dann auch verloren. Genau, war genau das Gleiche. Und Rob sagte ja gerade, ist es die Kondition, ist es die Kraft? Ich glaube, in der Szene ist Wollen Henning Matrigiani war ja derjenige, der die Flanke nicht verhindert. Der ist 22, der ist topfit, der kann mit Kraft nichts zu tun haben, sondern eher mit Erfahrung. Du musst da dran. Zwischendurch mal einmal kurz nachlassen in der Konzentration und das nicht mitkriegen selber, ne, so und sich wieder ermahnen, komm, bleib dran. Aber Jörg, ne? ich weiß doch, was dieser Spieler, dieser Wolf, was der kann und ob er einen guten linken oder rechten hat, das weiß ich ja. Wenn ich das nicht weiß, ja, dann gucke ich mir keine Spiele an von Borussia Dortmund. Und dann lasse ich dann vorbei da, wo er seine Schwächen hat. Da zwinge ich ihn dazu. Und wenn ich ihn dazu zwinge, geht er auch da. Und da kommt die Flanke wahrscheinlich nicht so wie die Flanke. Die war gut, gar keine Frage. Und der Kleine ist schön hochgestiegen und genau zwischen den beiden Abwehrspielern und macht das entscheidende Tor dann. Aber das sind so Tore, die sind zu verhindern, wenn ich weiß, wie der Spieler, wo hat er seine Stärken, wo seine Schwächen. Ja, die meiste Zeit hat er ihn ja auch gut dazu gemacht, ne? Aber drittes Bundesligaspiel, und dann machst du. Man muss auch mal drüber nachdenken. Der Klaus hat das ja schon gerade mal gesagt. Kann er rauskommen als Torwart oder nicht? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe mir, glaube ich, auch 5 oder 6 Mal nochmal angeguckt, wenn einer nach innen reinzieht und einen Ball nach innen reinschlägt, das heißt also, der kommt zum Tor. Dann habe ich eine gute Gelegenheit, als Torwart rauszukommen, weil ich gegen den Ball springen kann. Wenn ich das Spiel lesen kann. Das Spiel muss ich lesen können. Tor. Dann bin ich als Torwart immer in der Gefahr, der geht zu weit, vielleicht kriege ich ihn nicht. Aber die Gelegenheit, wenn ein Ball so reinkommt, ist optimal für jeden Torwart, da rauszukommen, den Ball wegzuschlagen. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, vielleicht ist er eben nicht derjenige, der so gerne rauskommt. Er hat ja 1, 2 sehr gute Sachen gehalten, das muss man auch sagen. Also war jetzt nicht so, dass er es alles verschuldet hat hier, sondern das ist so eine Gefühlssache. Ja? Soll man rauskommen, soll man nicht rauskommen? Ich hätte auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er rauskommen musste. Dass er zeigt, du, pass mal auf, die letzten paar Minuten, wenn die anderen alle unkonzentriert sind, jetzt komme ich, jetzt zeige ich euch mal, was hier los ist. Und wenn er da hingegangen wäre, bin ich fest von überzeugt, dann wäre auch nichts mehr passiert. Aber da darfst du nicht zögern, du musst entschlossen sein. Ja? Und da hat er viele Tore selbst miterlebt. Wenn sie entschlossen waren, dann musstest du sie in den Boden werfen, weil sonst hätten sie den Kopf abgeschlagen. Beispiel ein Toni Schumacher. Die zögern, die gezögert haben, das ist dann nicht das Problem. Und das sind so Kleinigkeiten. Und da musst du Selbstvertrauen haben, musst du Mut haben, um das zu tun. Und, also du meinst, bei Toni Schumacher musste man seine Zähne in Sicherheit bringen, ne? Also hast du dann immer geschafft. Ja, musste nur weggehen. Im Training hat er dir den Kopf abgehauen, wenn du da geblieben bist. Ja? Das wusstest du aber. Also lieber weggehen. Mit Klaus recht, also entweder hat man Mut, man kommt raus, aber bei ihm ist es leider so, wir haben das ja am Anfang der Saison schon mal gesagt gehabt, wenn man so 2, 3 Fehler mal gemacht hat und dann verliert ein bisschen der Mut rauszukommen, vielleicht sollte er das einfach mal im Training üben, wieder das zu machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, der hat ja in anderen Vereinen auch gespielt und ist da auch ein paar Mal super immer rausgekommen und jetzt auf einmal hat ihn da so ein bisschen der Mut verlassen. Vielleicht sollte man das mit ihm üben, trainieren, rauskommen, wegschlagen, gucken, dass man auch wieder so ein Torwart, der muss auch beschäftigt werden und auch wieder Mut kriegen,
Und ja, sonst auf der Linie war der okay, er hat zwei, drei gute Sachen gehalten, kein Thema. Aber du weißt selber, wenn man als Torwart einen Fehler macht, wird man sofort bestraft. Das ist im Fußball so, da brauchen wir gar nicht lange zu diskutieren. Und ja, also sonst war ja alles okay gewesen, ich stand ganz gut. Aber wie gesagt, 1-0 zu verlieren ist sehr bitter in Dortmund. Ja, schöner ist 1-0 gewinnen, ne? Rob, einer deiner großen Momente. Ein goldenes Tor für den VfL Bochum im Westfalenstadion. Ja, langes her. Was war das? 89 oder was? Ja. Ja. Ja, 1-0 gewonnen, der war natürlich überragend. Ja. Ja. Und dann davon, ja. Ich war, nur mal zur Erklärung, ich war Abwehrspieler, Innenverteidiger. Also so viele Tore habe ich da nicht gemacht und das war natürlich so auf jeden Fall ein Highlight. Ja, sieben in 219 Bundesligaspielen für den VfL Bochum. Ja, sieben, aber da, trotzdem, ja, ist ja richtig. Also sowas vergisst man natürlich nicht. Das war überragend und dann ja, 1-0 gewinnen auch noch, dann machst du das entscheidende Tor. Und war eigentlich auch ein schönes Tor für einen Abwehrspieler, also Dribbling durch, ins lange Eck geschoben, also mit Auge. Ja, und dann, dann haben sich alle gewundert, glaube ich. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ist der das echt? Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, Salazar kam zu spät, meiner Ansicht nach. Weil ich habe dann auf einmal bemerkt, du hast gesehen, als er reinkam, war sofort wieder ein bisschen Schwung nach vorne. Da gebe ich dem Klaus vollkommen recht, was er vorhin auch gesagt hat, als wir noch nicht die Kamera anhatten. Er kam zu spät. Ja, er kann in 10 Minuten keine 2 Tore machen. Das dauert einfach, das ist so schnell geht das, funktioniert das nicht. Aber man hat gesehen, der ist 3-mal hintereinander gefoult worden. Also auch die Dortmunder haben gedacht, Moment mal eben, wenn der jetzt hier reinkommt und loslegt, ja, dann hauen wir den 2-3-mal um. Er ist sofort mal wieder aufgestanden, fand ich klasse, er hat sich da gar nicht rumgewälzt, sondern er ist aufgestanden und wollte trotzdem Gas geben. Ich glaube schon wieder mal, dass er zu spät reinkam. Wenn ich als Spieler, ich bin in der Lage, Leute zu umspielen, ja, und komme immer 10 Minuten, 5 Minuten vor Schluss rein. Da wird, je nach Mentalität, denke ich mal, wird der Junge sauer, ja. Und das muss man vermeiden. Du hast recht, wie du gesagt hast, nicht immer durch 4-5 Mann durchdribbeln, das geht nicht. Da muss ein Abspiel kommen und es geht weiter. Weiter vorne. Die Dribbling, die muss er haben. Das ist ja seine Stärke. Seine Stärke ist ja nicht verteidigen. Und deswegen, was machen die anderen, sagen wir mal, die anderen? Welche Dribbling machen die, um zum Abschluss zu kommen? Welche? Das muss ja auch einer erklären oder sagen. Und deswegen brauchen wir Salazar, um nicht ganz unten reinzukommen. Wir brauchen ihn. Und es ist eine Absprache. Absprache zwischen Spieler und Trainer oder Co-Trainer, ja, je nachdem. Da spricht man sich ab und dann regelt das intern, braucht er keine Wissen und weiter geht's. Also es wird ja, denke ich, auf jeden Fall einen Grund gehabt haben, dass er nicht gespielt hat von Anfang an. Ich denke mal, weil er dann seine Defizite im Defensivverhalten hat, aber dann bin ich auch bei dir, dann finde ich, dann sollte man dafür andere Leute abstellen und sagen, pass auf, wir halten ihm den Rücken frei, lass ihn machen und er kann was ändern auf dem Platz durch seine Dribblings und durch seine Kreativität und das wäre vielleicht dann auf jeden Fall in der Offensive unterm Strich eine bessere Lösung. Man weiß ja nie, wie gesagt, wie das Spiel dann läuft und wie das Ergebnis nachher ist, aber es war nicht mutig genug, fand ich auch und denk mal zurück, nach vorne. Alle Großen, die im Mittelfeld offensiv gespielt haben, die waren nie in der Defensive stark. Ja? Aber nach vorne, da waren sie stark. Mitspieler einzusetzen, selber abzuschließen. Gibt es viele Beispiele, die man nennen kann. Die sind auch nicht im eigenen Strafraum, waren die auch nicht. Nee. Und deswegen musste er da spielen, wo er gefährlich werden kann. Und natürlich auch mit Absprache, dass er ab und zu mal abspielt. Und weitergehen, ja. Er ist ja dann, wenn er dann in die Tiefe geht und kriegt dann den Ball auch gefährlich, weil er kommt dann in den Strafraum rein und da wird es immer gefährlich. Kann was passieren, 11 Meter, der macht einen Foul und so weiter. Und deswegen, jeder Trainer weiß, muss wissen, was er tut. Man muss die Zaubermäuse richtig ins Spiel einbinden.
Zaubermaus, du hast mit Wosch und Co. aufgehört, ne? Mit Tommy Wauw noch zusammen gespielt am Ende. Ja, ja, genau. Ja, genau. Angefangen mit so anderen VfL-Legenden, ne? Ja. Mit Atta Lamek war noch da, als du begonnen hast. Ja. VfL fast 10 Jahre lang, ne? Ja, Herr Magier, neun davon erste Trainer. Und was die wenigsten wissen, wir beide haben zusammengespielt beim VfL. In deinem im letzten Jahr, ne? Ja. Ich habe 4 Jahre beim VfL gespielt. Nein, in deinem letzten Jahr beim VfL habt ihr noch zusammengespielt. Ja, das weiß ich. Ja, hast du nicht 89? Jahre, du hast doch 89 aufgehört, ne? 86. Bitte? 86. Ja. Ja, und du hast 88 da aufgehört. Da habe ich den zweiten Vertrag unterschrieben, als Otto Kamik angerufen hat. Ja, das haben wir nochmal reaktiviert, genau. Ja. Und dann hast du nochmal gespielt. Dann haben wir nochmal gespielt. War echt interessant, ja. Ja. Wir sind ja die wenigsten. Da habe ich noch einen Geheimtipp. Aber okay, das hast du, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Ich bin ja beim FC Gütersloh. Und das ist total lustig, aber das weißt du, glaube ich, nicht mehr. Ich mache das nur mal eben zwischendurch. Da hast du mal gespielt. Ja, ne? Da gibt es gar nicht. Und ich konnte das gar nicht glauben. Mein Trainer war da, also nach so Ende meiner Karriere, war Harry Brucher. Ja, genau. Als ja. Trainer. Ja. Harry war ein guter Trainer, muss ich sagen. Ja. Nach Nürnberg und Oberhausen, ne, warst du noch bei FC Gütersloh. Aber waren nicht viele Spiele. 90, 91, glaube ich. Glaub ich. Kreisliga A oder Bezirksliga, was war das? Kreisliga A. Ja, da kommen wir nachher noch zum FC Gütersloh, weil gibt es ja auch einen aktuellen Bezug zum S04. Ne? Sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns lieber über deine Länderspiele reden, denn da hast du ja auch mit Leuten auf dem Platz gestanden, die waren ja unfassbar. Ja? Also erstmal bist du nur einer von 5 oder 6 holländischen Nationalspielern, die nie in der Eredivisie gespielt haben. Ja, ja. Ne? Willy Lippens ist ein anderer. Ja. Ne? Jordi Cruyff. Da gibt's noch ein paar. Jordi Cruyff zum Beispiel. Weil normalerweise ist ja klar, du bist in deinem Land, in deiner Liga groß und gehst dann ins Ausland, aber da du an der Grenze geworden bist, ne? Ja, genau. Twente, die Region. Ja, bei Enschede, Losser. Ja, dann rüber und dann, wie alt war ich? Ich glaube 22, bin ich dann zur Nationalmannschaft dazugekommen. Das war gerade nachdem Holland Europameister geworden ist, hier 1988, da war ich 89 dabei. Das war dann, ja, da waren dann die großen Spieler da mit Güllit, Van Basten, Rijkaard, Van Breukelen, die alle sehr beliebt hier in Deutschland. Aber ich muss fairerweise sagen, nur damit wir das auch mal schnell beenden, ich habe 4 Länderspiele gemacht und dann fand ich selber auch, ich war nicht gut genug dafür. Aber lustig war, dann spielt man nachher nochmal für einen guten Zweck irgendwo und dann, was wird dem erzählt, der ehemalige Nationalspieler. Eben. Und das habe ich so, das ist ja alles schön und gut, aber für mich zählt eigentlich mehr, ich habe, glaube ich, alles zusammen über 300 Bundesligaspiele und das heißt unterm Strich, dass du über mehrere Jahre auf ein ordentliches Niveau gespielt hast. Also für mich persönlich ist das viel wichtiger als diese 4 Länderspiele, wo ich auch, fand ich auch selber, die Qualität war dann nicht so, dass ich da auch über längere Zeit hätte spielen müssen. Aber ich war 22, okay, man wird dann vielleicht noch ein bisschen besser nach und nach, aber es war alles schön. Ich habe es mitgenommen und ich habe die Erfahrung mitgenommen und hat mir irgendwo nicht geschadet. Aber wie gesagt, 11, 12, 13 Jahre Profi war für mich dann unterm Strich, zählt mehr als diese 4 Länderspieler. Ja, aber ich meine, die Elftal ist ja nicht irgendeine Nationalmannschaft, ne? Ja. Und wenn man die Leute hört, mit denen du da spielen durftest, wenn auch nur kurz. Lustig auch aus Schalker Sicht, bei dem Debüt von dir debütierten auch Fred Rütten und René Eichelkamp. Ja, genau. In Italien war das, ja? In Rom. Genau, in Rom im Olympiastadion. Ja, wer kann das schon erzählen? Ne? Sind doch schöne Geschichten. Ja, ich mach's ja nicht, ist ja nicht schlimm. Aber ich wollte das nur mal erklären, wieder so aus meiner Sicht, wie ich das empfinde, das Ganze. Das ist ein netter und so. Bescheidener. Ja, aber es ist ja so. Da habe ich hier 2 ganz andere Kaliber neben mir. Und es ist nicht zu vergleichen, ganz einfach. Ja, Gütersloh ist ein gutes Stichwort, denn du hast in Gütersloh gespielt, du warst Cheftrainer in Gütersloh, hinterher auch noch Co-Trainer beim FC Augsburg unter anderem, sprechen wir da gleich auch drüber, weil das der nächste Schalker Bundesliga-Gegner ist. Ne? Ja. Aber erstmal Gütersloh, jetzt bist du da sportlicher Leiter, ja, genau. Richtig? Ja, und am Donnerstag spielt der FC Schalke da. Ja, das ist entstanden über der Sponsor Hagedorn. Thomas Hagedorn ist mein Freund, ist Chef von der Firma Hagedorn, Abbruchunternehmen in Gütersloh.
ist hier einer der größeren Sponsoren. Als Innenverteidiger beim Abbruchunternehmen. Ne? Ja, ja, passt, ja. Ja, der Thomas ist doch ein netter Kerl. Ja, der ist überragend. Das ist immer sehr lustig, euch in der Loge da. Weil auch immer viele ehemalige, also es kommen auch viele Bochumer oft dahin. Ja, ja. Letztes Mal war der Hermann Gerland da gewesen. Ja, die habe ich eingeladen dann. Ja, Hermann, genau. Walter Ostwald. Genau, das war ganz lustig. Und der Hermann hat genau das Gleiche gesagt wie du vorhin. Wie kann der rechts bei unserem Spiel Bochum, wie kann der denn rechts, also innen reinlaufen, also nicht außen rauslaufen, dass er den nach außen rausdrängt, sondern nach innen reinlässt, wo das Tor gefallen ist, das erste. Hat er gesagt, wie steht total falsch. Der Hermann hat sich fürchterlich aufgeregt. Naja. So ist das manchmal im Fußball. Man macht ohne Fehler würden wahrscheinlich keine Tore passieren. So sieht's aus. Ja. Tore entstehen durch Fehler. Ja. Oder man macht was Außergewöhnliches. Man hat ja auch einen Fehler gemacht, weil er nicht eng genug gedeckt hat. Ja, genau. Mhm. Zum Testspiel Donnerstag gibt es noch Karten oder ist der Heidewald ausverkauft? Ja, zufällig habe ich gerade noch eine Info bekommen. Ist gar kein Thema, kriegen wir alles hin. Ich glaube, bis jetzt sind 1300 Karten verkauft und bis Donnerstag sind noch ein paar Tage. Spielt es um 19 Uhr im Heidewaldstadion. Wie viel passen rein? Ja, 8000 dürfen noch rein jetzt. Ich bin auch da. Olaf, Abi hat sich gedrückt, er hat auf einmal einen Termin in Hamburg. Ich verstehe das alle gar nicht, aber ist egal, habe ich schon verstanden. Hast du extra gemacht? Erdal, ruf mal an, wenn der Robby kommt, ruf mal an, dass er auch so aussieht, dass ich einen Termin habe. Ich werde ein Foto geschickt, weil ich bin mit Manikal zusammen. Da werde ich schon was machen. Beim Kochen? Macht ihr einen Flankenwettbewerb oder was? Das ist immer ein ähnliches wie Kochen. Ach so. Ich dachte, du machst einen Flankenwettbewerb, so nach dem Motto, mit Manni, ihr beiden auf der rechten Seite und irgendwo in der Mitte wird... Die haben ja keinen Abnehmer mehr, der Horst Rubisch kommt mir hoch. Ja. Ja, und ich bin nicht da. Ja, du bist nicht da. Okay, du bist in Gütersloh. Ja, ihr spielt... Ja, genau. Ja. Ihr spielt Oberliga jetzt? Ja, wir spielen Oberliga. Und mit Ambitionen wird das was? Ja, wir auf jeden Fall sind wir so aufgestellt, dass wir versuchen... Ja, oder diese Saison oder nächste Saison, so schnell wie es geht, eine Liga höher zu kommen, also Regionalliga, wenn dann ja, hoffentlich mit der zweiten Mannschaft von Schalke dann in einer Liga spielen. Könnte, ja, ist ja so. Und ist noch ein weiter Weg. Wir haben eine gute Mannschaft stehen, auch in der Breite und der ganze Verein und das ganze Umfeld und drumherum haben wir auch schon alles, viele Sachen angehoben. Und wie gesagt, Hauptsponsor ist dann Thomas Hagedorn. Dadurch ist das Spiel auch so gekommen, wie es jetzt ist, über Sponsoring hier. Und dann war halt das Spiel mit drin und jetzt organisiert. Und jetzt ist das jetzt am Donnerstag dann, 19 Uhr, spielen wir dann bei uns im Stadion. Wie gesagt, Karten gibt es noch. Und das Spiel zu gewinnen? Wir wollen mal schauen. Ja, aber egal, es geht ja ums Event auch unterm Strich. Und es ist ein Riesenerlebnis für uns als Verein, für die Spieler und auch für die Fans. Das ist ein Erlebnis für Gütersloh, nach vielen Jahren mal wieder gegen Schalke zu spielen. Genau, ich weiß, als ich noch beim SC Zwiesel gespielt habe, haben wir gegen 60 München gespielt, waren 5000 Zuschauer da und 1-1. Ja, war wie auch eine gute Mannschaft. Nee, glaub nicht. Aber wir haben gegengehalten. Wir haben eine gute Mannschaft gehabt. Und die, wenn sie in der Oberliga Ambitionen haben, aufzusteigen in die Regionalliga, wenn die keine schlechte Mannschaft haben. Und was noch ist, bei uns sind da etliche Nationalspieler auch unterwegs. Ja. Kein Spaziergang wird das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, unsere erste Mannschaft wird das nicht ganz so ernst schon nehmen, dass sie nicht verlieren. Aber ich glaube, es ist natürlich auch wieder eine gute Gelegenheit für viele anderen, die sonst nicht gespielt haben, da eingesetzt zu werden. Ja. Und sich zeigen. Zeigen. Das finde ich also gut, gerade wenn so Pausen sollte man solche Spiele immer machen. Ja. Finde ich auch. Da sollte man auch Wert drauf legen, weil da kann wirklich der eine oder andere mal wieder zeigen, Moment mal eben, Trainer, ich bin auch da.
Ich bin nicht weg. Ja. Gerade im Offensivbereich, ja. Im Training, wo man Leute braucht. Kann man sich zeigen, aber im Training ist Training. Ja. Aber im Spiel ist immer was anderes. Da ist kein Freund dabei. Genau, wollte ich gerade sondern sagen, ja. Da wird, geht dann auch mal ein bisschen zur Sache. Und dann kann man sehen, wer sich da auch durchsetzen kann. Auch in der Oberliga. Oberliga wird auch Fußball gespielt. Ja, logisch. Oder ja, wird jetzt nicht ralalala gespielt. Aber du siehst ja im Pokal, sind Bundesliga, Bundesligisten gegen Regionalliga-Mannschaften ausgeschieden. Ja, weil die bringen über 100%. Und wenn du zu leicht nimmst, ja, hallo. Ja, aber auch von der Fitness hat sich das ja alles geändert. Das ist ja, ist ja nicht mehr so, die Bundesligisten trainieren jeden Tag und die Amateure trainieren nur zweimal in der Woche. Nee, das ist alles vorbei. Also läuferisch und von der Kondition und vom ganzen Umfang tun die sich alle nicht viel. Es geht dann um die Qualität, um die Physis, wo halt die Amateure halt oft mal unterlegen sind. Aber das ist so, wie es ist. Und du hast recht, das kann immer mal eine Überraschung geben. Ja. Aber normalerweise ist da klar, dann verlieren wir das Spiel, ist alles okay. Hauptsache, es verletzt sich keiner. Ja, darum geht es ja. Und, genau. Und bei uns wird alles durchgewechselt, dass alle auch ihre Spielminuten haben. Und Zuschauer haben Spaß. Aber für uns ist trotzdem wichtig, wir haben schon ein Spiel am Sonntag wieder. Und müssen gucken, dass wir jetzt die erste Elf, vielleicht spielen alle eine Halbzeit und gut ist. Weil sonntags ist natürlich wichtiger. Ja. Aber das ist eigentlich, gegen Schalke spielt man natürlich auch nicht so oft, muss man auch sagen. Also ja, müsst ihr die Schalke-Fans unter den Jungs total auch einsetzen, ne? Ist ja klar. Ja, damit die sagen können, ich habe einmal gegen Schalke gespielt. Ja, aber ist doch so, ist doch schön. Ja. Donnerstag, 19 Uhr nochmal, Anstoß in Gütersloh im Heidewald. Lass uns noch über den nächsten Schalker Gegner reden, bitte. Zwischendurch, Wettervorhersage, es soll trocken sein abends. Nur mal zur Info. Ja? Ja. Also kein Regen von Holland. Kein Regen. Haben wir alles weg. Hab ich auch organisiert. Oh, super. Und genug Würstchen sind auch da. Ja? Da ist Gütersloh, Ostwestfalen. Ja, da ist, brauchen wir uns müssen wir uns um die Vegetarier Sorgen machen. Ne? Richtig. Augsburg ist das Thema. Ihr beiden habt ja zusammen über 1000 Vereinsspiele, aber nicht ein einziges Mal gegen den FC Augsburg gespielt, weil der war damals noch in unteren Regionen. Aber Rob, du hast mit Jos Luukay da zusammen trainiert, 3 Jahre lang warst du da Co-Trainer. Ja. Noch irgendwelche Verbindungen? Ja, schon. Ich habe da noch gute Kontakte, nicht direkt im Verein, nur mit ein, zwei Leuten noch, Pressesprecher und Geschäftsführer Finanzen, Ströll heißt der, da habe ich noch einen guten Kontakt. Wir sind dahin, das war damals noch zweite Liga, Jos Luukay, Markus Gellows, der jetzt in Bochum bis vor anderthalb Wochen noch Co-Trainer war, und ich. Ja, und dann erste Jahr, also die waren vorher fast abgestiegen, dann erste Jahr Relegation gegen Nürnberg, nicht geschafft aufzusteigen, zweite Jahr aufgestiegen, dritte Jahr dann auch als Abstiegskandidat Nummer 1. Da war das Spiel, das Spiel dabei, wo ihr 0-0 zu Hause gegen Dortmund gespielt habt, oder? Wo Luukay einen genialen Schachzug hatte. Er hat Lewandowski spielte damals noch bei Dortmund. Da sind ja deutscher Meister geworden. Lewandowski, Kagawa, Mann gedeckt und Hummels, wenn er bei Standardsituationen nach vorne kam. Spiel ging 0-0 aus. Ein schlauer Trainer. Ja, der war auf jeden Fall, ist schlauer. Ist ein sehr guter Trainer, muss ich sagen. Ja, eine Menge von ihm gelernt. Und das ist immer interessant. Ich war ja schon länger. Aber ich habe doch irgendwie gestern auch gehört, irgendwie haben die gesagt, die haben Mann gegen Mann gespielt gegen Bayern. Habe ich doch irgendwo gestern in irgendeiner Sendung haben die gesagt, wir haben gegen Bayern Mann gegen Mann gespielt. Da hab ich so wieder an deine Worte gedacht, siehst du, Mann gegen Mann ist eine alte Methode eigentlich. Und wenn du natürlich da Jungs dran hast, die das nicht gewohnt sind, dass einer an dir dran klebt, fängst du irgendwie an, dir dein Spiel, was du normalerweise gut kannst, total zu verlieren. Ne? Ja, aber trotzdem, man kann es ja nicht vermeiden, dass die Bayern sich Chancen herausarbeiten. Ja, so aber nicht. sie machen die Dinge nicht rein. Mhm. Wenn man sieht, der Sané läuft da, dann muss ihn ausspielen. Sein linken Fuß kann er einschieben und schießt er sofort. Das sind solche Sachen, die sind entscheidend. Und Chancen haben die ja genug gehabt. Und der Torwart ist auch gut in Augsburg. Und ja, demnächst kommen die hier hin. Mit richtig viel Selbstbewusstsein, das ihnen die Bayern geschenkt haben, ne?
Ja, schönen Dank dafür. Sicher, das wird sicherlich kein einfaches Spiel. Also ich gehe mal davon aus, dass unsere hier eine richtige Schippe drauflegen müssen. Und du weißt, wir müssen jedes Spiel hier zu Hause gewinnen. Es reicht, wenn du unten stehst, nicht mehr, dass du einen Punkt holst. Also das ist zu wenig. Du musst deine Heimspiele, egal wie, ob du schlecht spielst oder gut spielst, die musst du holen. Und das ist einfach eine Pflicht, hier ein Spiel zu gewinnen. Und gerade gegen solche Mannschaft. Gut, jetzt haben sie mal gegen Bayern gewonnen, aber ich bin jetzt auch nicht so eine, oder ich hätte jetzt nicht solche Angst jetzt hier gegen Augsburg zu sagen, dass die uns schlagen. Also, ja, aber Abi, du weißt das selber, wenn du eine Mannschaft wie Bayern München schlägst, ja, da gibt es für die ganze Truppe unheimlich Selbstvertrauen. Ja. Und sie wissen auch, dass man gegen andere Mannschaften kann man vielleicht genauso spielen oder vielleicht sogar nur ein Schübchen drauflegen. Die sind jetzt selbstbewusst durch diesen Sieg gegen die Bayern. Und die kommen hier hin und wissen auch, welche Stärken und welche Schwächen wir haben. Das wissen die ja. Und da bin ich gespannt. Ja, aber das wissen wir ja auch, was wir ja. Schwächen und hier. Also mittlerweile sind die alle, die Trainer, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, war da nicht ein Trainer sogar da gewesen? Ich meine ja, irgendwie gesehen zu haben von uns. Aber ich trotzdem, Klaus, das ist also jetzt auch keine überragende Mannschaft, wo ich sagen würde, da habe ich Angst vor. Also hier in dem Stadion, wenn das Stadion voll ist, dann musst du diese Mannschaften schlagen. Aber Bundesliga zu tippen, das ist eh ganz schwer, weil Werder Bremen verliert gegen gewinnt in Augsburg, oder wo sie gewonnen haben. Augsburg gewinnt gegen München und auch andere Spiele. Er sagt, hallo, das geht ja normal gar nicht, aber ist so. Du kannst die Bundesliga nicht tippen. Nicht mal Bayern München. Also die oben stehen in den diversen Tippspielen dieser Republik, das sind die keine Ahnung haben, oder? Da sind wir uns mal so einig. So sieht das aus, weil ich liege permanent daneben. Ja, liege permanent daneben. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Total schwer. Aber auf jeden Fall ist Augsburg einer der Gegner, wo man zu Hause die Spiele einfach gewinnen muss. Das ist einfach so. Ja. Du musst ja nicht unbedingt die Punkte in Dortmund holen oder in München. Genau, das so ist alles. Sind diese Extrapunkte, diese Bonuspunkte. Du musst diese Gegner zu Hause schlagen, wenn du drin bleiben möchtest. Ja, aber und wenn du musst so weit, rechnen, wenn du eine Mannschaft bist, die zu den letzten 5-6 gehört, dann gewinnst du eben nicht alle Heimspiele gegen deine Konkurrenten. Und dann brauchst du die Punkte, die du nicht erwartet hast, um das wieder auszugleichen. Ja. Also insofern, klar, aber Sieg ist möglich mit den Fans im Rücken. Aber sie müssen das Beste, was sie haben, auch nach vorne vor allen Dingen bringen. Ne? Und mit ganz viel Mut versuchen, das vielleicht Ding zu reißen. Vielleicht mit Salazar, vielleicht. Also du weißt, das ist mein Lieblingsspieler. Ich mochte den die ganze Zeit schon. Ob er jetzt, wie der Klaus das ja schon erzählt hat, ob er in der Defensive ein bisschen schwächer ist oder auch taktisch gesehen vielleicht den einen oder anderen Fehler macht. Aber er hat einfach einen Zug. Er will Tore schießen. Das sieht man einfach, wenn der am Ball ist. Der will nach vorne, der will was unternehmen. Und das ist für mich ganz wichtig. Wenn er auch nur so hin und her wäre, dann würde ich auch sagen, der muss jetzt nicht unbedingt spielen. Aber nein, der kommt rein, der kriegt einen Ball, der will nach vorne, der will Druck machen. Und da muss man einfach sagen, wenn du so einen Spieler hast, umsonst wird er ja nicht eingeladen zur Nationalmannschaft. Also die sind ja auch nicht alle blind da unten irgendwo, dass sie sagen, also der kann nichts, warum sollen wir den einladen? Ja? Also ich finde ihn schon gut und ich glaube, dass ein kleines Rohdiamant ist. Nur wie der Klaus schon sagte, man muss den ein bisschen schleifen. Ja? Man muss mit dem reden, was er zu machen hat. Und dann muss man ihn rauslassen. Und dann muss man sagen, so, jetzt zeig mal, jetzt gib Gas. Muss das den Wahnsinn rauslassen und das Genie kitzeln. Ja. Ne? Bei Rodrigo Salazar. Wollen wir hoffen, dass das funktioniert, so wie ihr euch das vorstellt, wie wir uns das alle wünschen, gegen Augsburg jetzt erstmal Länderspiel. Bitte? Wir werden es sehen. Wir sind da. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist erstmal Länderspiel, also nächsten Montag kein Legenden-Talk natürlich. Aber dann kommen wir wieder, wobei das ist der 3. Oktober, Feiertag am Montag. Machen wir dann Dienstag oder wie? Das müssen wir noch festlegen. Dann, ne? Das müssen wir dann noch bekannt geben. Also, nächste Woche gibt es keinen. Dafür waren heute die echten Experten da, mit Abi, mit Klaus Fischer und mit Rob Rekers, bei dem wir uns herzlich bedanken.
Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder am Donnerstag schon im Heidewald. Ich bin da, ne? Ja. Ich komme auch, der Klaus auch, der Abi. Ich schicke dir ein Foto von Manni Kalten von mir. Bitte, da bin ich mal gespannt. Ja. Mit Uhrzeit. Vielen Dank für eine angenehme Talkrunde. Ja. Tschüss und Glück auf. Tschüss. Glück auf. Ciao.